Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Flattermann 85. Wir spielen Super Mario Bros. 3 für NES. Ja, endlich ist es soweit. Letztes Jahr gab es ja den zweiten Teil. Und ja, jetzt starten wir mit dem dritten Teil und der ist auch wieder ein bisschen klassischer. Eigentlich ein richtiges Mario-Spiel, wenn man so will. Ja, komischerweise muss ich sagen, dass ich diesen Teil in meiner Kindheit nicht so oft gezockt habe. Ich fand ihn irgendwie immer nicht so spannend. Ich weiß auch nicht warum. Ich werde es jetzt aber heute nochmal nachholen und den auch mal komplett alleine durchzocken. Ob ich es in einer Aufnahmesession schaffe, das weiß ich nicht. Ich habe es damals immer mit einem guten Kumpel zusammen gezockt. Und meistens hat er gespielt, weil ich weiß nicht warum, aber ich kam an dieses Spiel nicht so wirklich ran. Ich habe keine Ahnung, woran es jetzt gelegen hat. Es gibt ja viele, viele Dinge zu erklären bei diesem Spiel und ein paar Neuheiten, einige Sachen, die dazugekommen sind. Wir haben das erste Mal auch eine Landkarte, also so eine Map praktisch, auf der wir uns hin und her bewegen können. Wie ihr seht, kam das Spiel auch 1988 raus, also 3 Jahre alt war ich da, auch wie niedlich. Und ja, deswegen, ich glaube, wir starten einfach mal ins Spiel. Das hat nicht geklappt. Jetzt. So, perfekt. Genau, World 1 oder World 1, meinetwegen auch das. So, hier befinden wir uns also in der ersten Welt. Ich glaube, die heißt einfach nur Grasland. Ich glaube, die heißt Grasland. Ich weiß das nicht. Wir werden es am Ende des Spiels jedenfalls sehen. So, ihr seht, dass es da verschiedene Level gibt, von 1 bis 6 in der ersten Welt. Und die werden wir jetzt nach und nach abarbeiten. Man kann das theoretisch auch durchspielen und ein paar Level auslassen. Möchte ich aber eigentlich nicht. Ich möchte euch schon alle Level präsentieren, sofern es denn geht. Sofern ich das schaffe. Und ein paar Geheimnisse gibt es auch zu entdecken. Das werde ich euch dann zu gegebenen Zeitpunkt erzählen. Und jetzt starten wir einfach mal ins erste Level. Ach ja, das sieht auch sehr, sehr klassisch aus, ne? Auf jeden Fall. So, ich glaube, hier gibt es einen Pilz. Ja, also ich muss sagen, ich habe das Spiel jetzt dadurch, dass ich es früher nicht so oft gespielt habe, auch jetzt nicht so auswendig im Kopf, wie es, keine Ahnung, Teil 2. Also Teil 2 habe ich tatsächlich selbst, glaube ich, öfter gespielt. Ich möchte aber wissen, was da drin ist. Gib mal her. Wir können nämlich in diesem Spiel tatsächlich die Panzer festhalten, die Schildkrötenpanzer, was ich sehr cool finde. Ah ja, und schon das erste neue Item, eine Feder. Ich will mal eben kurz die Bahn hier frei machen, weil wir können was Neues machen mit der Feder, sag ich schon. Ein Blatt ist das natürlich, so. Wir können nämlich fliegen. Und, ja. Das ist praktisch die große Neuerung. Da gibt es dann direkt ein Leben einzusacken. Und damit können wir halt in viele Geheimbereiche eintauchen. Jetzt zum Beispiel hier über den Wolken langlaufen oder sowas. Ich will mir ein bisschen Anlauf nehmen, denn wir können natürlich weiterlaufen. So. Weiß gar nicht, kommt hier noch was? Tatsächlich. Das wusste ich nicht mehr. Wo bin ich denn? Da bin ich. Geh doch mal im Rein. Ah ja, da gibt es ein bisschen was einzusacken. Und altbekannte Musik. Ne? Aus Teil 1 kennen wir sie noch. Die Dungeon-Mucke, wenn man so will. So, und damit ist das Level euch auch schon vorbei. Am Ende des Levels gibt es immer so einen Kasten, in den Symbole herumturnen. Ich glaube, ein Stern, eine Blume und ein Pilz. Und je nachdem, in welcher Geschwindigkeit man da reinprescht, kriegt man da was für. Und wenn wir 3 Sterne haben oder 3 Blumen oder 3 Pilze, gibt es halt Leben. Ja. Hier unten seht ihr so ein Schloss. Das ist meistens so ein Shortcut aus einer Landkarte. Und die verschwindet immer, oder das Schloss verschwindet halt immer, wenn wir diese Burg besiegen, die jetzt unter mir ist praktisch, unter den Kakteen. Na, wenn man diese Burg besiegt oder schafft, absolviert, dann verschwindet das Schloss. So. Ja. Direkt ist Level 2. Ach ja, das ist ein Musikstück, was ich noch sehr im Ohr habe tatsächlich. Genau, und wir können jetzt rutschen. Das ist auch neu. Wir können so einen Hügel runterrutschen und damit Gegner zermatschen. So, wenn einer da ist. Warte mal, ich glaube, hier war was. Genau. Da kann man nämlich dann hoch. Das ist gar nicht mal so blöd, denn wir können in dieses Fass, wollte ich gerade sagen, in diese Röhre rein. Und jetzt warten wir kurz. Und dann gibt es ein paar Münzen einzusacken. Ja, immerhin. So, gehen wir mal weiter. Ja, also ich bitte auch um Nachsicht, was praktisch mein Skill bei diesem Spiel angeht, dass ich den echt nicht habe. Hab's schon lange jetzt nicht mehr gespielt und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Also ich weiß, es hat 8 Welten und erstmals tauchen auch hier Bowsers Kinder auf. Die haben wir auch schon mal in Super Mario World gesehen. Oh, ein Stern. Was ich cool finde, dass er jetzt auch so salty macht praktisch. Das hat er früher, glaube ich, nicht gemacht. What? Zack. Genau. Mit Vollspeed gibt es halt immer einen Stern, wenn man das dann hinkriegt. Ja.
Ich glaube, ich habe gerade wieder meinen Satz mittendrin abgebrochen. Egal. Jetzt gibt es eine kleine Besonderheit. Und zwar in Level 3. Es gibt in diesem Spiel sogenannte Flöten. 3 Stück an der Zahl. Die sind versteckt. Und mit so einer Flöte, die funktioniert praktisch wie so eine Warp-Zone aus dem zweiten Teil. Da konnten wir ja auch manche Welt überspringen. Das funktioniert hier auch. Ich werde euch die Flöten zeigen, weil die habe ich tatsächlich noch im Kopf. Mein Kumpel hat die früher nämlich immer geholt, die 3 Flöten. weil er es auch mal recht schnell mal durchspielen wollte. Also, hat er es immer, weiß nicht, 20 bis 30 Minuten durchgespielt. Werde ich die holen? Ich werde sie jetzt aber erstmal nicht verwenden. Ich werde sie nur verwenden, wenn wir es jetzt in der ersten Aufnahmesession nicht schaffen sollten. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir es schaffen, weil ich nicht so gut bin in diesem Spiel. Deswegen, ja, werde ich dann euch jetzt zeigen, wo man die Flöten findet. Und beim nächsten Mal, in der nächsten Aufnahmesession, werde ich dann mittels Flöte praktisch, wie soll ich sagen, zu dem Punkt hingehen, wo wir... Jetzt mal dann auf, wo wir diesmal dann aufhören werden. Mein Gott, ich kann irgendwie nicht richtig reden. Hammerwerfer gibt es hier auch, genau. So, und hier, genau. Das haben sie extra so aufgebaut, weil man hier mal ein bisschen spielen kann. Nämlich, da kann man so tun. Schön, ne? So, mal gucken. Hier gab es auch ein paar Sachen. Ah, das ist auch interessant. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Na. Komm her. Da, der ist nicht so geil. Aber irgendwas gab es hier doch noch. Warte mal. Ah, der hier. Genau, und den müssen wir doch auch mit dem Schwänzle wegkriegen können. Also wir können natürlich auch hier wieder Anlauf nehmen und dann hochfliegen, wenn wir wollen. Oh, ja. Ich will schon wieder eine Feder sagen. Ein Blatt natürlich. Ja, und hallo? Hier ist nämlich das Geheimnis. Ich glaube, dieser weiße Block hier ist es. Wenn wir uns hier einfach länger runterducken, eine kleine Zeit lang, dann, na, dann fallen wir in den Hintergrund. Hier sind wir nämlich dahinter. Und jetzt laufen wir praktisch hier hinter die Wand und haben einen geheimen Bereich entdeckt. So, und da ist Toad, der gibt uns normalerweise immer so ein paar kleine nette Sachen, aber in diesem geheimen Bereich gibt es nur eine Sache zu holen und das ist die Flöte. Die besagte Flöte, mit der wir jetzt praktisch Welten überspringen können. Ich werde sie, wie gesagt, nicht benutzen. So, dann gibt es diese Pilzhäuser. Da treffen wir wieder auf Toad und das sagte ich ja gerade. Hier dürfen wir uns immer eine von 3 Schatztruhen aussuchen und da kriegen wir dann irgendwie was Tolles geschenkt. Nehmen wir die letzte und das ist ein Blatt. Und das ist immer nicht verkehrt, weil also diese Items kann man immer, bevor man ein Level betritt, anwählen und dann hat man praktisch diese Waschbärfähigkeit, sag ich mal. So, Level 4. Oh Gott, ein Scrawling-Level. Ja, davon gibt es ja auch einige in diesem Spiel. Ah, wird toll. Ich kann schon mal sagen, ich habe auch so meine Hasswelt. Das wird, ich weiß nicht, 5 oder 6 sein. Also es ist jedenfalls die Eiswelt. Oh ja, die Eiswelt ist richtig, richtig schlimm. Da gibt es viele Scrawling-Level, glaube ich, und natürlich auch viel Eis und ich hasse das. Die Wasserwelt mag ich auch nicht besonders. Das dürfte, glaube ich, die dritte sein. Aber ja, ich sag mal so, die Eiswelt, entweder das ist die 5. oder 6, die finde ich ziemlich ekelig. Oh, hi. Und dann gibt's noch... Warte, fallen lassen. Ich wollte eigentlich hier oben gegenschmeißen, weil ich glaube, da ist sogar noch ein Leben drin hier. Na egal, es ist zu spät. Ich glaube, der Knopf vom Controller hat gerade ein bisschen nachgelassen. Ist das deswegen vielleicht so was? Ah, jetzt wollte ich eigentlich die Münzen einsammeln. Gibt's hier was? Ah, okay. Na dann nicht. Ups. Okay. Puh. Oh Gott, das hasse ich ja auch wieder, ne? Soll ich's wagen? Ich wag's mal. Hahaha. Kann ich da rein? Ja. Mein Controller will nicht. Ey, der lenkt nicht. Ein Moment, das geht aber so nicht. Hallo? Der wollte gerade nicht lenken und ich glaube, ich muss gleich zwischendurch mal den Controller wechseln. Das ist aber übel. Ah, jetzt habe ich es nicht geschafft, auf die Geschwindigkeit zu kommen. Normalerweise hätten wir jetzt 5 Leben, glaube ich, bekommen. Jetzt kriegen wir nur 1, weil wir gemischte Symbole da unten haben. Aber man kann, wie gesagt, auch verschiedene kriegen und dann gibt es halt 5 Leben, glaube ich. Kann auch sein, dass du bei den Sternen so ist. Ich muss mal kurz ein Stück trinken, Moment. Das hier ist so ein Minispielchen. Oh, ich hätte noch ausreden lassen können. Hier müssen wir praktisch ein Bild vervollständigen. Praktisch wie so ein... So ein einarmiger Bandit. Und es hat nicht funktioniert. Da würden wir dann auch das Item, glaube ich, kriegen, das wir da
bildlich erschaffen. So, in dieser Burg gibt es bereits die zweite Flöte. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen können, weil, ja, scheiße, ich habe jetzt gar kein Waschbär-Funktion bei mir, oder ich kriege hier vielleicht eins. Nein, kriege ich nicht. Das ist jetzt schlecht. Dann kann ich mir nämlich nicht die zweite Flöte holen. Oder ich zeige euch die Flöte halt dann einfach, wenn es soweit ist, also bei der nächsten Aufnahmesession. Also hier gibt es auch eine Flöte. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Oder kriege ich da ein Blatt? Ich kriege hier ein Blatt, alles klar. So, pass auf, der muss aus dem Weg. Und jetzt nehmen wir Anlauf. Und fliegen hier drüber. Genau. Und dann können wir hier oben drüber laufen. Und da ist, glaube ich, eine versteckte Tür. Ich musste nach oben lenken. So, und hier gibt es die zweite Flöte. Tada! Ja, die zweite Flöte im Spiel. Und ich glaube, mit den beiden Flöten würden wir jetzt praktisch schon bis in die letzte Welt fast vordringen können, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt übrigens noch eine dritte, aber noch nicht in dieser Welt. Die zeige ich euch dann aber auch bei Gegebenheit. Ja, doch. Ich kann heute nicht reden. So. Ach, den Panzer können wir auch festhalten. Blub, genau. So, da unten wären noch ein paar Münzen gewesen. Weiß ich nicht, ist hier noch was versteckt? Nö. Okay. Sieht so ein bisschen eisig hier aus, ne? Soll das Eis darstellen jetzt gerade? Also es ist, glaube ich, es ist jedenfalls kein, es rutscht nicht. So, oh, was ist denn da oben drin? Kann man hier... Ja, ich kann jetzt gerade, ich komme jetzt nicht zum Rutschen. Na gut. Gut, da wäre vielleicht auch irgendwas drin gewesen, aber ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkommen soll, deswegen gehen wir einfach mal weiter. Hier geht's, glaube ich, zum Ausgang. Jo. Und wieder ein Level geschafft. Also, die Level sind in der Regel schon recht kurz, aber sie werden teilweise sehr knackig und schwer. Also, das muss man schon sagen. Gerade die letzten drei Welten, sag ich mal, die haben schon in sich, doch. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen Befürchtung mal wieder. Hatte ich ja damals in Teil 2 auch schon, da hatte ich ja auch Angst, dass ich das Spiel irgendwie nicht schaffen könnte. Und wir werden mal gucken. Oh, den möchte ich ganz gern kriegen. Schade. Ach, ich bin auch blöd, ich kann ja mal gegenspringen. Das ist ja auch wieder geil gewesen von mir. Okay. Blub. Ja, diese Notenblöcke sind natürlich auch neu. Die gab es früher auch nicht. Ob die jetzt groß sinnvoll sind, weiß ich auch nicht. Lass ich mal kurz gucken, gibt es da was? Ah, ist da was versteckt? Oh, ach, das ist so ein... Multiblock, sag ich einfach mal. Oh, ein Pilz. Also ein Leben. Das ist sehr gut. Weil Leben werde ich mit Sicherheit noch brauchen. Da kann ich ganz stark von ausgehen. Oh Gott, ich werde noch später um einiges an Ton erleiden. Ja, denke ich schon. Das ist natürlich auch so eine Sache. Die ganzen Leben, die ich jetzt im Laufe dieser ersten Aufnahmesession sammle, die sind dann später alle weg. Oh. Ich dachte, ich musste lange springen. Da kam nämlich nichts. Weil wenn ich dann das nächste Mal natürlich das Spiel neu starte und dann mit einer Flöte mal eben schnell ein paar Level überskippe, dann kann ich natürlich in der Zeit keine Leben einsammeln, wie man vielleicht verstehen kann. Und ja, das ist natürlich ein Problem. Aber gut, wir haben es geschafft. Und, oh, da ist was Neues erschienen. Da, dieses N mit dem, ja, dieses Peak-Symbol mit dem N. Das ist ein Memory-Spiel. Flip over and two cards and see if they match, genau. Und ja, ich glaube, wir gucken einfach mal der Reihe nach, was es hier so gibt. Das erste ist eine Blume, das zweite ist ein 20-Cent-Münze, sag ich jetzt mal. Ein Pilz und ein Stern. Ich versuche das mal zu merken, weil das wird noch öfter auftauchen und wir spielen immer das gleiche Memory-Spiel. So, und dann gibt es noch Gegner auf der Karte. Ja, war sehr schwer, ne? Oh, das ist selten. Also, das war tatsächlich mal eine Seltenheit. Ab und zu gibt es dann auch was. Wie diese Blume zum Beispiel. Und wir kriegen ein Item für unsere Leiste unten zum Einsammeln. Ja. Und das kommt halt öfter vor. Manchmal geben die einen auch Items, die einen auf der Karte weiterbringen, diese Hammerwerfer. Zum Beispiel ein Hammer. Pick a Box. Ja, wir gucken mal. Ich würde mal gleich die erste nehmen. Na? Wieder ein Blatt. Sehr schön. Also Blätter bin ich sehr zufrieden. Ich bin auch immer sehr dankbar bei Blumen. Bei manchen Leveln sind Blumen echt besser. So, okay. Zack. Und schon der Boss des der ersten Welt. Oh, it's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand so we can change him back. Ja. Übrigens ein netter Hund. Ich finde ihn irgendwie süß animiert, wie er sich da so am Kopf kratzt oder am Ohr kratzt. Sieht irgendwie süß aus. Ja.
Und die Schlösser sind immer wie folgt aufgebaut. Das sind große Luftschiffe. Und diese Luftschiffe sind meistens mit Kanonen oder Flammenwerfern ausgestattet. Manchmal auch mit so ein paar kleinen Soldaten. Ich glaube, im ersten Bereich noch nicht. Glücklicherweise kann man auf die Kanonenkugeln draufspringen. Das ist schon mal gut. Und ja, die werden natürlich auch von Welt zu Welt immer schwerer. Aber hier am Anfang geht das alles noch. Das ist eigentlich noch recht simpel. Ich versuche mal hier irgendwie durchzukommen, ohne meine Blume zu verlieren. Weil dann kann ich euch nämlich direkt das nächste zeigen. Man kann nämlich... das war gefährlich. Man kann den Boss dieser Schiffe auch abschießen, wenn man genug draufballert. Das macht zum einiges einfacher. Also normalerweise springt man drauf rum, wie bei anderen Gegnern auch. Aber man kann ihn auch abschießen. Und zwar dürfen wir immer gegen die Kinder von Bowser kämpfen. Das sind die. Also ich weiß gar nicht, ich frag mich jetzt nicht, wie die alle heißen. Also ich kann die nicht mehr unterscheiden. Es gab Iggy und Larry und wie sie alle hießen. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Jedenfalls, also wie gesagt, ich kann sie abknallen. Ich kann aber auch draufsprungen. Jetzt habe ich ihn schon getötet. Weg ist er. Und dann fällt ein Stab vom Himmel. Das ist wohl der Magic Wand, vermute ich mal. Und damit können wir den König praktisch zurück, transferieren. Sag ich jetzt einfach mal transformieren eigentlich eher. Ach ja. Herrlich. Da hasse. Oh, thank heavens, I'm back to my old self again. Thank you so much. Here's a letter from the princess. Ja. Das Spiel ist leider nicht auf Deutsch, wie ihr sehen könnt, aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Greetings. If you see any ghosts, be careful. They will give chase if you turn away. Jewel that helps protect you. I have... Ach, ich habe... toll, ich habe eine Zeile ausgelassen. I have a closer jewel that helps you. Princess Toadstool. Das ist ein P. Und dieses P steht für Power. Und das ist praktisch ein Dauerfliege-Item. So. Zweite Welt. Hier ist wieder so ein Schloss, ne? Und das ist praktisch die Wüste. Und wir gehen mal direkt ins erste Level. Da gibt es auch interessante Sachen. Das ist auch ein interessanter Gegner, nämlich springende Blöcke. Finde ich eigentlich ganz witzig, die Idee, muss ich sagen. Ich glaube tatsächlich, dass hier der Waschbärschwanz sinnvoller ist. Badge. Ich weiß gar nicht, ob hier noch tolle Sachen versteckt sind. Oh, ich hab dir den Boden unter den Füßen weggenommen, du Penner. Ja, wieder. Schnappidu. Ein Stern. Gibt's hier nichts einzusammeln? Na gut, ich hätte jetzt ganz gerne irgendwie noch was gehabt. Oh, da oben kann man, glaube ich, lang schwimmen. Schwimmen vor allem. Hm? Alex, genau, wir schwimmen hier. Und? Na, gibt's hier was? Da gibt's nichts. Das kann ich jetzt fast gar nicht glauben. Komm, da muss doch irgendwas sein hier oben. Hier ist nichts. Glaub's ja nicht. Dann verpissen wir uns jetzt. Ach, wieder keine drei Sterne geschafft. Das gibt's doch nicht. Unglaublich. Normalerweise hätte ich jetzt schon, weiß nicht, ja, 8 Leben mehr. Egal. Gut. Da gibt es wieder so ein Pick-Symbol. Da können wir wieder dieses Minispielchen machen. Line up the pictures and get a prize. You only get one try. Genau. Ich habe es, glaube ich, in der ganzen Zeit nicht einmal geschafft. Also in der letzten Zeit, wo ich mal gespielt habe. Das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, muss ich gestehen. Und das war erst kunterbunt gemixt. Super. Okay, zweites Level. Jo. Hier können wir... Oh, das war fast knapp war das, ja. Edge. Da wusste ich tatsächlich, dass ein Blatt da drin ist. Bei manchen weiß ich das doch ganz genau. Komisch. So, und hier gibt es ein paar Münzen. Da können wir uns mal verstecken. Oh, warte, nehmen wir mit. Ja, da können wir uns dann hier praktisch ein paar Münzchen schnappen. Ja, also diese P-Dinger, die verwandeln halt Blöcke in Münzen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, ne? Kann man halt ein bisschen Geld farmen. Mehr bringen die aber auch nicht. Ja. Wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder 2 Sterne und danach wieder einen Pilz.
Das läuft nicht so, ne? Muss ich echt mal so sagen. Ist übrigens heute eine abendliche Aufnahmesession, am Mittwochabend. Ich habe morgen tatsächlich frei, weil wir in einem Büro eine Softwareumstellung bekommen. Und ja, das wird ganz toll bestimmt. Ich bin gespannt, wenn ich Freitag ins Büro komme, ob da noch alles funktioniert. Oder ob da wieder alles funktioniert. Ich glaube das noch nicht so ganz. Das wird sehr interessant. Jedenfalls habe ich dafür morgen frei. Und ich werde morgen den Tag dafür nutzen, den Donnerstag, um mit dem Rick das Resident Evil 2 Let's Play weiter aufzunehmen, was wir angefangen haben auf seinem Kanal. Kann ich gerne auch mal Werbung für machen. Also guckt gerne beim Super Flash Crash beim Rick mal ab Anfang Februar rein. Das müsste mittlerweile auch Anfang Februar sein, wenn das hier ausgestrahlt wird. Da gibt's dann, Resident Evil 2. Den Originalklassiker mit mir, ne? Also ich bin ein Dauergast da praktisch in dem Let's Play. Ich will wissen, was das ist, verdammt. Ein Blatt, okay. Das hat sich nicht so gelohnt. Oha, ich hätte auch durchrennen können, aber ich war mir gerade nicht sicher, ob ich das soll. Ich hätte so ein bisschen Angst. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Wahrscheinlich kann man durchrennen, aber... Oh Gott, den habe ich nicht gesehen. Doch blind manchmal. So, oh Gott, ja, das ist auch geil. Ja. Ich glaube, bei dem kann ich noch durchrennen. Und dann wird es schon wieder kritisch. Da müssen wir nämlich hoch. Also diese Buhus, die sind hier, glaube ich, auch das erste Mal aufgetaucht in diesem Spiel. Das Prinzip der Buhus kennt ihr ja höchstwahrscheinlich, ne? Also immer wenn wir in den Rücken zudrehen, dann, bewegen sie sich auf uns zu. Ich weiß gar nicht, ist das die richtige Tür? Es gibt auch falsche Türen. So, das ist der Boss, der Burg. Den hatten wir bei der ersten Burg gar nicht, weil ich ja den Geheimgang mit der Flöte gemacht habe. Die müssen wir praktisch dreimal auf den Kopf springen. Und dann kriegen wir so eine, ja, das Fragezeichen-Kugel. Ich weiß gar nicht, was die darstellen soll. Und jetzt seht ihr auch, dass das Schloss sich da praktisch, ja, löst. Aber ich gehe da trotzdem bei ihm hin. Weil, da ist ja noch ein Pilzhäuschen. Und da gibt es ja Sachen einzusammeln. Pickebox. Ja, ich nehme jetzt mal die hintere. Mal gucken, was da drin ist. Ups. Eine Blume. Die fehlt uns noch in der Leiste. Übrigens, es gibt mehrere Leisten, also wir können jetzt noch mehr Items kriegen, das ist ja nicht voll. Ich zeige euch mal, wie das hier funktioniert mit so einer Röhre. Wenn wir jetzt nämlich hier reingehen, dann gibt es so einen kleinen Mini-Bildschirm. So, dann gehen wir da rein. Und dann ploppen wir jetzt hier auf und dann bin ich hier. Und das wäre jetzt im Prinzip eine Abkürzung gewesen, ne, weil diese... Also wenn wir sterben, ne, dann, deswegen ist es überhaupt, sinnvoll, dann sind die Bogen nämlich wieder da. Aber die Schlösser bleiben weg, das heißt, man könnte abkürzen. Was ich eine ganz nette Sache finde. So, hier. Dritte Welt. Da können wir auch mal eben hochfliegen. Gibt's hier was? Hier ist auch wieder nichts versteckt, ne? Das ist unglaublich. Oh, ein Sternchen. Sehr schön. Hihi. Schade, ich wollte eigentlich da gucken, ob da vielleicht noch ein Stern ist. Wenn man erstmal einen Stern hat, dann verbirgt sich nämlich in manchen Blöcken ein weiterer Stern. Dann kann man manchmal eine ganze Welt einfach so skippen. Upsalala. Ah, das war ein Arschloch-Gegner. Boah. Ach, guck mal, was ist das denn? Ach, guck mal. Das war jetzt Zufall. Das war jetzt echt Zufall. Das wusste ich nicht mehr. Gut, das bringt nicht wirklich viel. Aber immerhin. Bam. Plapp. Genau, und hier können wir praktisch uns die Röhre freischießen, wenn man so will. Indem wir halt den Panzer benutzen, um da was zu machen, ne? So. Ich überlege gerade, da könnte es eventuell noch was geben, aber ich gehe mal weiter. Bevor der gestern noch eine halbe Stunde weitermacht. Na, gibt es hier einen zweiten Stern? Jawohl. Und den dritten kriege ich bestimmt wieder nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh. Ah, ich gönne mir heute mal ein schönes Monster. Da ist unser Memory-Spiel. So. Die ersten vier hatten wir uns ja angeguckt. Machen wir mit dem fünften weiter. Ein Leben hatten wir auch noch nicht. Mein Gott. Und die Blume. Ich glaube, dass das erste eine Blume war. Richtig. Sehr schön. Das bleibt jetzt auch für immer aufgedeckt. Das war das Leben, das hatten wir gerade. Noch eine Blume, das ist jetzt auch neu. Ich versuch's mal hier. Ne, hätte sein können. Okay, aber wir haben schon mal zwei gefunden. So, neues Symbol. Das ist so ein Treibsand-Symbol. Ist im Prinzip eigentlich ein kleines Mini-Level. Eigentlich ist es genau wie ein richtiges Level. Das hätte sich auch sparen können mit diesem Symbol. Oh, 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 oh.
Ich glaube, der erste Tod ist nah. Hurballa! Komischerweise hat jetzt mein Controller auch gar keine Macken mehr gemacht. Ach ja, genau, so ein Sandsturm nenne ich es mal. Da müssen wir einfach schnell genug drüber springen. So, und dann klappt das auch. So, und jetzt wird nämlich die Sonne lebendig. Juhu! Da müssen wir einfach nur ein bisschen aufpassen, die ist ein bisschen scheiße. Die will uns nämlich ärgern. Ich warte mal eben lieber. So. Uppala! Atze, Wutze. Ich hab so ein bisschen Angst, gebe ich ja zu. Und jetzt schnell abhauen! The fuck! Ich wusste, dass ich keinen Stern kriege, weil ich daneben gesprungen bin. Ich glaub's nicht. Und wieder nur ein Pilz. Ey, ich hab jetzt... Ne, schade. Das ist echt schade. So, den Gegner möchte ich jetzt ungern besiegen, weil ich bin klein und das ist nicht so schön. Deswegen hole ich mir erstmal ein Item aus der Box. Ich nehme jetzt mal die mittlere. Die goldene Mitte. Ein Blatt. Sehr schön. So, ich überlege gerade. Ihr könnt natürlich jetzt mal ein Item nehmen. Ich mache das jetzt. Ich zeige euch das mal. Wenn wir jetzt nämlich auf B drücken, haben wir unsere Leiste hier. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Blume auswähle. Oder nicht, ich nehme mal den Stern. Dann haben wir nämlich, wenn wir jetzt den Gegner hier besiegen wollen, direkt einen Stern. Klapp. Weg ist er. Ne? Sehr, sehr einfach. Oh. Das ist auch interessant. Das ist ein Leierkasten. Und damit versetzen wir alle Gegner, die sich auf einer Karte befinden, in Schlaf. Ist auch ganz witzig. Ja, gehen wir mal ins nächste Level. Ich hoffe mal, dass ich einfach nicht sterbe. Oh, da oben wäre ein Geheimgang. Scheiße. Ich habe leider kein Blatt. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Ich hätte gern ein Blatt. Ich hätte gern ein Blatt. Da ist vielleicht eins drin, wenn ich Glück habe. Gib mir doch ein Blatt, bitte, bitte. Ich sollte ja aufhören mitzusingen. Ich schaff's nicht, ne? So, jetzt komm her hier. Es ist ein Blatt! Ja! Oh, ich dachte schon, ich schaff's nicht. Ich glaube, da ist nicht mal ein großes Geheimnis, aber ich will es euch trotzdem zeigen. Also, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt, aber da oben war halt zu sehen, dass man da hoch kann. Sehr schön. Gibt hier ein paar Münzen. Ja, das war es im Prinzip auch schon, ne? Aber immerhin, es ist ein kleines Geheimnis. Und ich wollte es euch gerne mal zeigen. So. Aha, es gibt nämlich auch Leben. Oh, es könnte natürlich sein, dass es hier vielleicht irgendwo ein Leben gibt. Ich würde nicht Nein sagen zu dem Leben. Ach komm, das ist nicht euer Ernst. Was nehmen wir die hier oben noch mit? Ach ja, wir haben natürlich auch eine zeitliche Begrenzung, auch wie schon in Teil 1. Ne? War das Teil 2 auch so? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Teil 2 hatten wir auch eine zeitliche Begrenzung, oder? Bin ich echt nicht sicher. Ach, ein P-Switch, der wieder hier Münzen draus macht. Was hier eigentlich fast sinnlos ist, weil, ja, egal. Nicht groß drüber reden. Ich meine, ob man nur die eine Seite oder die andere Seite halt in Münzform hat, ist eigentlich scheißegal. Ha! Genau. Und wenn Gegner mit im Bild sind, verwandeln die sich in Punkte, wenn man in dieses Zeichen reinspringt. So, dann sind wir jetzt eigentlich auch am Ende des ersten Parts. Ich werde aber nochmal eben diesen Gegner mit euch zusammen besiegen, denn der ist ein besonderer Gegner. Der sollte uns jetzt ein Item geben, mit dem wir uns die dritte Flöte sichern können. Genau, das ist nämlich der Hammer. Der Hammer ist das. So, und normalerweise, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die meisten, die nichts von dem Geheimgang wissen, die würden wahrscheinlich jetzt hier diesen Felsen hier kaputt machen mit dem Hammer. Was auch so eine kleine Abkürzung nach unten gibt. Aber das machen wir nicht. Ich zeige euch nämlich im nächsten Part, wofür wir diesen Hammer nutzen können und was wir dadurch kriegen. Ja, seid gespannt. Ja, ich hoffe mal, dass euch dieses Projekt hier Spaß macht und dass ihr auch am Ball bleiben werdet. Es wird wahrscheinlich nicht zu lange gehen, wenn ich mich einigermaßen gut anstelle, wird es um die 10 Parts vielleicht dauern. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange da wird. Obwohl, das wäre schon sehr lang. Ich muss mal einfach mal gucken, wie lange es wird. Habt ein bisschen Nachsehen mit mir. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr wieder einschaltet. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.